Hallo, schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Herzlich willkommen bei CryptoTV. Viele schimpfen mich oder rufen mich auch den Roman Michael Reuter. Und weil ich so ein beliebter Bursch bin, habe ich, sehr viele Brieffreundschaften. Ja, mit unserem Bundespräsidenten habe ich schon ein paar Briefe ausgetauscht in aller Werter Freundschaft. Aber auch das Gericht hat mich so liebend gern, dass man öfters Briefe schickt. Ja, und da schaut's, da haben wir wieder einen so einen Brief. Und den habe ich vor circa einer Woche gekriegt, also letzte Woche, Montag, Dienstag. Und weil ich meine Freude teilen möchte, lese ich jetzt einmal diesen wunderbaren Brief vor. So, einen Moment. Ein bisschen anders auspacken. Also, was schreibt man mir denn? Also, sehr geehrter Herr, wurde am 9. Februar 2023 geschrieben. Beim BG Salzburg wurde zu, da steht zur Aktenzahl, ein Exekutionsverfahren gegen Sie per 7.6.2022 bewilligt. Betreibende Partei Stadt Wien, vertreten durch MA6, Buchhaltungsabteilung 32. Ah, das ist ein ganz guter Freund von mir. Keine Chance. Seit ungefähr 2,5 Jahren. Zu zahlender Gesamtbetrag per heute 314,64 inklusive Gerichtskosten. Ja, ich mache ja auch ein bisschen Entwicklungshilfe und da spende ich immer gerne ein bisschen Geld, damit die Leute vorankommen. Sie werden aufgefordert, oben genannten Betrag auf das Konto des zuständigen Gerichtsvollziehers zu überweisen. Das ist der Freund von meinem Freund. Empfänger Oberlandesgericht, Gerichtsvollzieher, Güntubabümpter, Humstibumsti, mit dem Verwendungszweck Trara, der Stadt Wien, vertreten durch MA6, Buchhaltungsabteilung 22, gegen Roman Michael Reuter. Ich hab's eh schon gesagt, so schimpft man mich. Haben Sie die aushaftende Forderung bereits an die betreibende Partei, deren Vertreter, direkt überwiesen, ersuche ich um Übermittlung des Nachweises, zum Beispiel per Mail oder WhatsApp. Sie haben mich auf mein Schreiben von 29.11.23 nicht reagiert. Ach, da muss man wahrscheinlich untergegangen sein bei diesen vielen Freundschaftsbriefen, was ich gekriegt habe. Ach, das ist ja zu schade, gell? Ja. Und dann haben wir nochmal denselben Brief. Da ist eigentlich zweimal mit demselben Wortlaut, nur dass da beim zu zahlenden Gesamtbetrag noch eine andere Geldsumme da gefordert oder erwünscht wäre mit 172,89 Euro. Also, ich werde aufgefordert 314,64 und 172,89 Euro zu überweisen. Ja. Mal schauen, was wir mit diesem Scheiß da dran. Und letzten Freitag komme ich des Abends nach Hause, schaue in meinen Postkasten rein und dann sehe ich, Moment, so. Einen gelben Zettel. Das ist so wie bei den Glückslosen. Den kann man sich bei der Post gegen blaue Briefe eintauschen lassen. Und da stehen dann wieder so ein paar Liebesbriefe drinnen. Und da schauen wir jetzt rein, holen uns einmal diesen Brief ab und dann schauen wir, was da drinnen steht. Also, bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt habe ich mal den Brief abgeholt. Und jetzt schauen wir, ich habe mich schon durchgelesen, aber ich lese euch einmal vor. Im Grunde ist das nicht viel anders wie der andere Brief vorher. Das habt ihr gehört, da hat man mit zweimal darum gebeten, auch Kohle zu überweisen. Die Summe brauchen wir jetzt nicht nochmal erwähnen. Aber jetzt geht es nochmal extra um 159,20 Euro.
Ja, auch von Wien. Es ist ja so, ich bin ja vor 2 Jahren öfters in Wien gewesen. Da habe ich 2-mal keine Masken getragen und 2-mal anscheinend den Abstand nicht richtig eingehalten. Und auf das berufen sich da diese Geldforderungen. Hat ein bisschen lang gedauert, bis die sich mal bei mir rühren. Aber jetzt ist passiert. Das braucht man vor nichts mehr fürchten. Ja, und wieder etwas, wo ich wahrscheinlich doch eher eine Haftstrafe antreten werde. Der Unterschied zu den Salzburger Sachen, man, die, was mich schon kennen, brauche ich es nicht mehr erwähnen. Auch die, was jetzt gerade mich erst kennengelernt haben über diese Videos, wie dieses hier, möchte ich mehr erwähnen. In Salzburg bin ich auch über 18 Mal, eigentlich 20 Mal, besser Wind, über 20 Mal in Salzburg angehalten worden, weil ich keine Masken getragen habe. Und so bei den letzten, ja, Straftaten musste ich pro Maskendelikt bei den letzten 500 € zahlen oder 5 Tage Haftstrafe in Salzburg. In Wien schaut es ein bisschen anders aus. Für dieselben Vergehen, wenn ich keine Masken getragen habe, sind es 100 € gewesen, was ich zahlen muss, oder 4 Stunden Haftstrafe. Also, hab's gut aufgepasst, könnt's rechnen. Wie sind die Unterschiede? Genau. Wenn man mal die 100 € in Wien mit derselben Straftat, ja, wirkliche Straftat in Salzburg mit 500 € beanschlagt wird, sind da schon mal 400 € Unterschied von Salzburg zu Wien gerechnet. Und wenn man das in Haftstrafen umrechnet, wie gesagt, in Salzburg muss ich für das eine Delikt 5 Tage ins Gefängnis. Und in Wien für dieselbe Delikt nur 4 Stunden ins Gefängnis. Ja, das sind jetzt 4 Anzeigen in Wien. Nun kommen wir mal 4, 8, 16 Stunden bei 4 Delikten Haftstrafe. Also 16 Stunden für 4 Masken- und Abstandsvergehen. Ja, in Salzburg waren das schon wieder 5, 10, 20 Tage Haft gewesen. Gell? Ist das jetzt Willkür oder nicht von der Polizei oder der Justiz in Salzburg? Keine Ahnung. Aber somit wisst ihr Bescheid, wie es bei mir noch weitergeht. Nichts ist vorbei. Ich habe erst meine Salzburger Strafen alle abgesessen und zum Teil dank eurer wunderbaren Mithilfe auch zum Teil abzahlen können. Ah ja. Somit hätten wir das Video jetzt auch wieder erledigt. Freut mich, dass ihr vorbeischaut. Bitte teilt ein bisschen mehr meine Videos. Ja, der Elvis und die geben sich sehr viel Mühe, um eine Zukunft für uns zu gestalten. Es ist ein echter Krieg, ein Kampf, muss man schon fast sagen. Sehr anstrengend, sehr nervenaufreibend, sehr kostspielig. Aber wir machen es gern. Und da wäre es wenigstens toll, wenn ihr unsere Videos teilen würdet. Ja, okay. Der nächste Streich folgt zugleich. Schaut regelmäßig in die Videos-Ordner rein. Da findet ihr immer wieder was Neues von unseren Beiträgen von Elvis und mir. Und unseren wunderbaren Anhang natürlich. Okay, dann Baba, pfiat euch.